Moin moin, ihr Schlawinerknochen hier. Heute fahre ich mein selbstgebautes Vehikel hier. Ich nenne das Ding B-Death-Strike, also B-Todesstoß. Oder nee, Hummels-Todesstoß. Eigentlich wollte ich das Bumblebee nennen, aber der Name war zu lang, konnte ich nicht speichern. Und Powerscore 3325. Strukturpunkte sieht man ja da. Ich brauche da eigentlich nicht viel erklären. Ich habe Ladegewicht von 10.500 Energie und habe das Ding hier oben drauf. Kaukasus, das Maschinengewehr, und da steht es ja schon. Greift automatisch Gegner an, die sich dem eigenen Fahrzeug nähern. Hat fast, das ist ein ziemlich hoher Power Score. Ich weiß nicht, was ich bezahlt habe. Ich glaube, über 400 Gold. Jetzt gibt es das Ding schon für unter 400. Ich glaube, letztens habe ich gesehen für 390. Und dann habe ich noch das Vektor drauf, weil das Ding hier schon so viel Energie verbraucht. So Energieverbrauch von 4 ist schon viel, wenn man nicht, wenn man nur irgendwie 7 zur Verfügung hat oder so. Und wie gesagt, das Vektor noch. Und da sieht man Energie. Ich habe noch einen Punkt übrig. Ich habe immer einen Punkt übrig. Das nervt mich. Ich will jetzt auch hier eigentlich, wollte ich eine Rapier, also Maschinenkanone aufbauen. Brauche aber noch einen Punkt, einen Energiepunkt mehr. Wollte also einen besseren Generator reinbauen. Ich habe hier so einen, kann man jetzt nicht sehen hier. Hier. Ne, da irgendwo dazwischen ist er hier so eingebaut. Da. Ein gefährlicher Generator. Sonst hätte ich da nur eine Waffe aufbauen können oder nur die Kaukasus. Und nur die Kaukasus ist ein bisschen blöd. Ich habe hier einfach nur so rumgefummelt. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Chassis ist. Also für ein Fahrgestell hier. Das Fahrgestell ist, glaube ich, ursprünglich vom. Oh, weiß ich jetzt nicht. Von einem von den Jeeps. Ich glaube von der Viper. Und ich habe vorne noch so ein. Hier 6x4 Fahrgestell davor gebaut, damit ich das Fass rauf machen kann und die Beile anbauen kann. Das WWT1 Fahrgestell, ja, sieht aus wie ein VW, von so einem alten VW-Bus, das muss ich selber herstellen. Ich habe das nirgendwo gefunden. Und ich weiß auch nicht, also das kann man so nicht bekommen, man kann sich ja graue Sachen selber herstellen. Jetzt will ich auch gar nicht so lange labern hier und würde sagen, mach mal ein paar Gefechte mit dem Teil. Radar habe ich noch drauf, klar, will ja meine Gegner sehen. Und auch so sieht es eigentlich ganz witzig aus. Hier noch die Stoßstange, die ist eigentlich vom Buggy. Und ich habe einfach nur mal so rumprobiert aus Langeweile. Habe das auch irgendwie in die Galerie hochgeladen. Ich wollte einfach nur, weil ich mal rumprobieren wollte. Na, das ist ja auch egal. So, eben gerade hatte ich ja Raids gemacht. Jetzt, hol ich die Drähte. Im Prinzip ist es egal, was ich hier jetzt fahre. Ich hole die Schrotflinte hier. So. Wie viel haben wir von... Oh, konnte ich jetzt gar nicht sehen. So, wir haben eine neutrale Basis da. Das Blöde ist, wie gesagt, ich... bei dem automatischen Maschinengewehr, da sie ja automatisch angreifen, müssen die Gegner relativ nah sein. Und ich werde mal dafür beten, auch wenn ich nicht gläubig bin, dass ich das Ding jetzt bekomme. Nee, das ergibt keinen Sinn, weil ich wollte gar nichts haben. Da, hinter mir war einer. Scheiße, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht hier ablenken lassen oder so. Aber der war hier. Und ich frage mich jetzt, wo ist er? Das ist mir eigentlich zuerst aufgefallen, weil sich mein Maschinengewehr nach hinten gedreht hatte. Scheiße. Jetzt schießt das Bild, weil er doch recht nah ist hier. Ich bin zu langsam, ich kann also nicht über diese Klippe springen hier. Muss gucken, dass hinter mir keiner auf die Idee kommt, mich zu beballern hier. Ich fahr mal. Oh, jetzt, ja, jetzt fehlt mir das MG. Ah, na, immerhin habe ich einen Wagenheber. Oh, alle zerstört. Ich dachte gerade, was ist jetzt los?
Weil ich habe nur gesehen, dass sie schon bei 96 waren und bei 100 haben sie ja gecapped. Oh, Beat Death Strike. Okay, das war jetzt natürlich nicht so. Also ich finde das MG. Ich finde zwei MGs sind hier unpraktisch, deswegen wollte ich die Maschinenkanone raufbauen. Muss man also erstmal den Generator hier zusammensparen. Ich habe mir diesen, was ist das, Propangas, wenn ich mich recht entsinne, Propangas-Generator ausgesucht. Der kostet jetzt so 300, etwas über 300. Muss ich also noch ein bisschen sparen. Aber ich finde das klasse, dass man sich hier seine eigenen Fahrzeuge zusammenbauen kann, wie man will. Und man natürlich auch so ein bisschen wie so ein Architekt, nee, nicht Architekt, mein Gott. Konstrukteur, wie so ein Konstrukteur halt überlegen kann, was passt am besten, wie ist es am effektivsten. Und dass man natürlich auch Teile wegnehmen kann und das nichts kostet. Es gibt ja Spiele, da kann man auch ständig irgendwas rumbauen, aber muss halt ständig dafür bezahlen. Erstmal was wegmachen, um wieder was hinzubauen und so weiter und so fort. Jetzt fehlt so ein Spiel, fehlt noch für Schiffe. Oh, oh shit. Oh shit. Ja. Das sind einfach zu viele, wenn schon zwei die ganze Zeit auf mich schießen und die auch noch drei sind. Blöd gelaufen, sag ich mal. Ich bin noch nie aus dem Gefecht raus jetzt, also hab's beendet und will dann gleich wieder rein. Ich glaube, das geht gar nicht. Weiß ich nicht. Guck mal einfach mal den Rest hier an. Der sieht aus, als hätte er hier so einen Mähdrescher. Oh shit. Hier sind wir jetzt auch. Er hat zum Beispiel 4 MGs drauf, 4 leichtere und hat dafür einfach ein bisschen stabiler sein Fahrzeug gebaut, also hat auf einem höheren Power Score. Wahrscheinlich hingearbeitet. Obergeknackt dort. Der hat auch eine Kaukasus drauf. Die machen eigentlich recht viel Schaden. Bringt nur nichts, wenn die natürlich, wenn zwei Leute von hinten auch noch auf das Ding zielen. Ich habe nur 49 Punkte erhalten. Das ist nicht toll. Weißt du, wir waren nur noch zu fünft. Okay. Ich meine, ja, das sind natürlich blöde Matches. Dann sollen sie lieber ein paar KIs mit reinbauen oder mit reinschmeißen, die nicht ganz so blöd sind. Ich meine, ich finde die KIs sind heftig. Es gibt ja auch die. Kann ich ja gleich mal machen, obwohl ich die echt schwer finde. Diese Raids mit den Endbossen da, die kotzen mich so an. Weil das sind einfach so heftige Typen. Wo die drei Endbosse da kommen, wo man die Ölbautürme beschützen muss. Schon hier schön in die Luft geflogen. Wir schießen schon. Nicht in Reichweite. Was hat denn hier rüber? Naja, ist ja schon ziemlich fertig hier, Ding. Ja. Wir sollten jetzt mal cappen. Oder ich weiß auch nicht. Okay. Jupp. Jupp. Fuck you. Fuck you, bitch. Okay. Jetzt bin ich geäfft. So. Da gab's noch ein paar Schadenpunkte. Yo. Scheint nur ein Kill. Ich hab schon 4 Kills mit dem Ding gemacht. Also 5 habe ich noch nie gehabt. Wenn ich mir recht entsinne. Aber 4 Kills habe ich schon gemacht. Oh, das war eigentlich ziemlich fetzig.
Ich muss dazu sagen, ist natürlich auch, wenn jetzt so einer wie er hier, so ein Brenner, natürlich vor einem rumguckt, man dann halt drauf schießt. Ja, der hat zwei Kaukasus drauf. Der hat echt zwei Kaukasus. Ich meine, das können wir natürlich ein bisschen auch als Faulheit bezeichnen. Das Blöde ist natürlich, man kann nicht selber zielen. Ich weiß auch nicht, auf was sie zuerst zielen, ob sie zuerst auf Geschütze zielen. Wir haben noch gewonnen. Wir haben noch gewonnen. Also mit zwei Kaukasus scheint es irgendwie vielleicht Sinn zu ergeben. Ich weiß nur nicht, da muss er, wie kommt der auf 8 Punkte? Warte mal. Ach doch, das geht. Ohne Wagenheber. Also ohne Wagenheber und ohne Radar. Ich glaube, das Radar verbraucht auch Energie. Kommt man wahrscheinlich, ja, kann man sich zwei Kaukasus draufdrücken. Ich finde es halt nur blöd, wenn der Wagenheber tatsächlich also weg ist und man ist so halt umgefallen. Ach so, und ich habe ja noch so ein Kühler drin, glaube ich. Hallo. Hier rumgucken hier, ich will hier hoch. Wir kommen denn jetzt hier? Scheiße, ich bin irgendwie geäfft. Okay, ich habe jetzt auch leider mein Hauptgeschütz verloren. Also mein selbststeuerbares. Fuck. Also es ist schwieriger geworden. Ohne Quatsch, vor ein paar Tagen, da lief das hier noch alles relativ gut. Ich habe dann oben mal schön was weggeschossen und so. Und jetzt scheint das so. Seid ihr denn hier? Zwei Vektor und ein Kord drauf. Achso, das steht so. Und ist schon scheiße irgendwie geworden. Also ist schon schwieriger. Man muss natürlich auch waffentechnisch mit ein bisschen rumkombinieren da. Mal schauen, wie man es am besten hinkriegt. Oder was für einen am besten halt ist, oder für das jeweilige Fahrzeug. Ich würde auch, ob ich mit zwei Vektor gehe, aber ich will natürlich eigentlich, ja, eigentlich hatte ich was anderes vor hier. Ich meine, von der Tragkraft, von der Traglast könnte das noch passen. Ich meine, ich habe nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte verbraucht von dem, was ertragen könnte, 10.500 Kilogramm. Hier die Fahrgestelle machen natürlich auch viel aus. Gibt viele Strukturpunkte. Ich denke gerade darüber nach, wie könnte ich es irgendwie verbessern? Was könnte ich besser machen? Ich glaube, mit der Rapier wäre ich vielleicht besser dran. Und gleichermaßen denke ich mir so, wieder eine oder zwei Kaukasus. Eine habe ich schon, muss ich aber. Die kostet fast genauso viel wie das, wie der Generator, den ich mir holen wollte. Er ist der letzte, der noch da ist, echt. Und zwei Gegner noch. Wie er da zum Beispiel. Wenn er jetzt mit der Rakete, der, guck mal, so nah wieder ranfährt, der kriegt das Ding voll in die Schnauze. Ja. Ach so, scheiße. Ich finde diese Raketen, die sind einfach auch zu OP. Ey, die sind einfach zu OP, wenn man hier irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Dinger kosten, aber. Ich habe jetzt schon so viele in letzter Zeit mit den Raketen gesehen. Und das Blöde ist ja auch, die sind ja relativ genau. Finde ich jedenfalls, so wie ich das jetzt gesehen habe. Das ist irgendwie. Ich find's ungerecht, ja. Ein bisschen Benzin nachfüllt. 15 Benzin rein damit. Okay, wir haben Frachtgutrennen. Hier ist eine, das sind die härteren Rennen. Die Invasion habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht fertig bekommen. Braucht einen Power-Score von 3000. Ich würde aber empfehlen, dass man auf jeden Fall erst ab 3800 reingeht oder so, weil es scheint mir wirklich schwer zu sein. Richtig schwer.
Ich mach mal das Frachtgutrennen oder nee, ich mache einfach mal die Invasion. Oh Mann, oh, und das wird schlimm. Das wird richtig schlimm. Ich weiß das jetzt schon. Ich guck mir gerade die Powerscore an hier von den Leuten. Wir sind einfach so scheiße. Ernsthaft. Ja, der Endgegner ist nah. Und ich kenne die Typen, die haben schon irgendwelche epischen Gegenstände und so ein Scheiß und drauf irgendwelche epischen Waffen. Oh, der ballert schon voll auf da. Ich will ein bisschen weiter hinten bleiben, damit er den vorderen hier erstmal beballert. Das Blöde ist, man sieht auch keine Lebensbalken oder so. Man hat natürlich also keine Ahnung, wie viel... Ich muss irgendwie das die Geschütze runterkriegen hier. Okay, eins ist weg. Dann wird das nächste wohl auch gleich weg sein. Jo, komm, hier ist ja nur noch eins. Ich habe gar keins mehr. Bastard! Haben wir ihn hier gleich. Phew. Aber ich habe ganz schön, man sieht, ich habe nur noch 408 Strukturpunkte. Wenigstens habe ich die Geschütze noch. Oder ist er, oh, da fahre ich bestimmt nicht, fuck off! Oh, was ist das? Was zur Hölle ist das? Oh, scheiße, Alter. Oh, nee, ey. Das sind halt die etwas härteren Modi hier. Und das ist ja noch gar nichts. Ich meine, da gibt es noch welche. Da musst du, glaube ich, ja, genau, Powerscore 4000 haben, Minimum. Ich bin eigentlich weg hier. Aber ich kann ja noch fahren. Ich könnte mich zerschießen lassen. Und steck dann einfach nochmal rein. Was will der von mir? Hau ab, Junge! Okay, jetzt ist der Typ weiter vorne. Der fährt schon direkt auf mich zu. So blöd ist er nicht. Er hat keine Waffen mehr. Die haben ihm die Waffen abgeschossen. Nee, oder? Hat er gerade noch rübergeschossen? Doch, der schießt noch. Das sieht witzig aus. Ich fahre mit weniger als der Hälfte eines Fahrzeuges. Schießen in die Luft. Aber ein bisschen Schaden will ich noch machen. Also das muss drin sein jetzt. So, ich habe immer noch 60 Strukturpunkte. Ich komme mir vor, wie, weiß ich nicht, so als würde ich ein Babyfahrzeug fahren hier so. Den rauf. Hallo, wer schießt da? Das Blöde, jetzt habe ich natürlich auch nichts mehr, kein Kühler mehr und gar nichts. Oh, scheiße, jetzt sehe ich den erstmal. Schätze, ich bin jetzt nur ein Tourette. Das kannst du haben. Oh, scheiße. Schnell wieder rein hier, ich muss den Leuten helfen. Wenn man nur diesen einen Überturm hier, der muss also am Leben bleiben. Wo ist dieser Typ? Da. Dark Eli.
Letztens haben wir nicht mal den ersten. Also ich hatte, da haben wir nicht mal den ersten Boss geschafft. Das war eine Scheiße. Ist natürlich heftig, weil wir jetzt hat er nur noch 40 Lebenspunkte, unser Turm. Und ich bin ziemlich langsam. Und irgendwie sind wir nur noch zu dritt hier drin, oder? Oh, wie? Ach, das war schon der letzte? Ich habe nicht mitbekommen, dass einer schon weg war. Und ich krieg nur 4 Gutscheine. 4 verkackte Gutscheine. Aber hey, immerhin zweitbester. Immerhin. Aber es macht nicht viel aus hier. Das sind ja nur ein paar wenige Punkte Unterschied. Oh, also die finde ich hart. Sei ich ganz ehrlich, aber man sieht ja auch mit welcher Stufenreichweite die oder Powerscore-Reichweite die da reingehen. Also denke ich mir, könnte ich mir eigentlich auch mal 4500er oder so zusammenschrauben. Irgendwie Kanone oben drauf, also ein Geschütz und dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Rapier oder irgendwie sowas. Und ja, das war es dann hier erstmal gewesen. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich kann euch ja nicht zwingen, aber dann bitte guckt nie wieder meine, doch guckt meine Videos, aber ohne Adblock. Also ja, viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst, also haut rein. Ciao, ciao!